Hallo und willkommen zu einem weiteren Part der Island Challenge. Ja, es war letztes Mal doch ganz schön traurig und ich glaube, man sieht es auch. Der Kleine vermisst einfach seine Mami. Ich würde sie auch vermissen, ganz ehrlich. Es war so, so schade, aber das Rad hat entschieden. Ja, Samuel muss getröstet werden. Sam ist auch ziemlich fertig. Verkriecht sich natürlich ins Bett. Kann ich voll auferstehen. Und ja, magst du mal ihn nach Tag fragen? Und ja. Nützt nichts, sie müssen ins Bett. Samuel. Ins Bett bringen. Und ja, ich denke, du gehst jetzt einmal zu Bett und schläfst. Ja, der Abend, der endet jetzt so traurig. Und ich hoffe, das wird jetzt mal. Auf jeden Fall gehen jetzt mal alle hier zu Bett. Und er dann auch. So, ich habe den Grabstein gefunden. Er ist hier und ich werde dann nachher... Ach Mensch, warum gehen die denn eigentlich nicht schlafen? Ich werde nachher jemanden dorthin schicken, wo ihn dann... Wo dann den Geist freilässt, ja. So machen wir das, weil ich möchte nicht, dass sie hier auf der Insel rumspukt. So. Unser Levi, der ist wach. Entschuldigung. Und ich denke, er nimmt sich jetzt einfach mal Bestellung aufgeben. Sagt bloß, wir haben nichts mehr zum Essen. Na, Prost, Mahlzeit. Das auch noch. Talon, dann komm doch und grill doch mal was. Mach gegrillte Früchte. Süßer, und du könntest das mal hier aufräumen. Das wäre doch mal was, ja. Der Alltag hat uns wieder. 8 Uhr würfeln wir wieder. Da müssen wir jetzt durch. Die Kinder müssen durch. Es hilft nichts. Sam darf dann nachher auch was essen. Und... haben wir 7 Sims. Jetzt fehlt ein Sim hier auf der Insel. Ja, und die Kinder müssen auch älter werden. Keine Ahnung, wie ich das hier schaffen soll. Wenn die Götter doch echt immer alle so komisch meinen. Da wäre auch ein Arschbecken. Also da gehen sie jetzt auf einmal auch nicht mehr ran. Es ist echt zum Mäusemelken. Ich werde es wahrscheinlich hier doch alles ein bisschen umbauen, weil es geht mir einfach auf den Keks. Sam, könntest du das reparieren? Ja, ich mache das kurz mit dem Umbau. Ich lasse das Spiel weiterlaufen und zeige es euch kurz. Ich habe jetzt hier die Dusche hin. Und hier oben hat Talon ja kräftig Möbel hergestellt. Dann habe ich die Küche ein bisschen erweitert. Ja, ich hoffe, das geht so. Und ja, dann schauen wir doch mal.
Ist fertig, dann nimm dir doch gleich mal ein Gericht. Talon nimmt sich auch ein Gericht. Du nimmst dir auch ein Gericht. Die süße Maus nimmt sich auch ein Gericht. Ja, heimkehren, du kannst nicht zur Schule. Und Sam nimmt sich dann auch ein Gericht. Und dann werden wir noch. Oh, die Schüler müssen wir einen wegtun. Naja, lassen wir mal stehen. Was machen die? Lana könnte dann vielleicht doch noch mal was grillen, wenn sie fertig ist. Ich denke, grill mal noch Bratfisch Farbe und Dizzy Inja. ja, wir brauchen ein bisschen mehr Auswahl hier. Pilzsteak, das kostet uns auch nichts, das wäre doch perfekt. Ja. Oh, super, schon fertig. Dann stecken wir doch mal den Bratfisch hier in den Kühlschrank. Könntest du jetzt diese Pilzsteaks machen, bitte? Oh. Müssen wir mal aufräumen. Ich habe schon überlegt, ob ich das Waschbecken nicht da hinten irgendwie hinsetze. Das wäre ja auch eine Idee. Dann kommen sie bestimmt ran zum Abspülen. So, jetzt habe ich es doch noch mal ganz anders gemacht. Und ja, ich glaube, so ist die Küche besser. Vielleicht kommen sie jetzt endlich auch hin zum Abspülen. So, die kleine Maus hat gegessen. Was ist mit ihm? Spült Geschirr. Ja, alles mal überprüfen hier. Kann ich mal auf Toilette gehen? Du kannst dann auch mal auf Toilette gehen. Ich weiß gar nicht, wie viele Toiletten wir haben, aber okay. Da gehen wir erst gar nicht ran, weil das wird die Schule sein. Das Essen packen wir weg. So. Süße, du hast hier gar nicht die Pilzsteaks fortgesetzt. Das müssen wir ja auch noch machen. Was macht er jetzt? Hallo? Was macht er jetzt? Geh doch bitte pieseln, lass die mal runter. So, und du könntest mal das aufräumen. Jetzt latscht er wieder runter. Okay, es liegt wohl an dem Regal hier. So, Regal geschnappt, woanders hingesetzt und ja. Nichtsdestotrotz müssen wir jetzt noch die Pilzsteaks runter. Oh, das sieht immer noch den Kopf bewegen. Das sieht so creepy aus. Aber die sieht süß aus. So, dann hole ich mal die Würfel. So, hier sind unsere Würfel und wir sind gespannt, was wir wohl heute wieder würfeln. Los geht's. Wir haben eine 7 gewürfelt, das heißt, wir bekommen 5 neue Äste. 5 neue Äste. Hol die 5 Äste aus dem Debug-Modus und platziere sie auf der Insel. Kein Problem, das können wir tun. Und somit gehen wir wieder zurück ins Spiel. Ja, das heißt, wir gehen jetzt in den Debug-Modus und platzieren 5 Äste oder wir holen uns gleich was für die 5 Äste. Das könnten wir auch tun. Ein Ottoman wäre da drin, eine Kiste wäre drin, ein Hochzeitsbogen. Das haben wir aber alles schon. Deswegen würde ich doch sagen, wir holen uns einfach noch eine Kiste. Und da schauen wir jetzt einfach mal, was wir da holen könnten für eine Kiste. Spielzeugkiste hat's. Ja, wir schauen uns einfach mal eine Kiste, puh, Kiste. Vielleicht gibt es noch was für ein Kinderzimmer mit Kiste, aber ich glaube eher nicht. Ja. Ich weiß auch gar nicht, was die immer meinen mit Kiste, aber ich meine, in Deko würde es auch was geben. Oder wir holen uns ein Ottoman.
So, hier haben wir die Ottomanen und. Puh, nee, ich glaube, ich will lieber eine Kiste. Ich glaube, in Deko war auch noch eine Kiste drin. War das hier? Ich glaube, da gab es so eine Lagerungskiste, damit nicht immer alles so viel drin ist im Inventar. Ich weiß nur nicht, wo sie ist und ich glaube, die platzieren wir. Dann können wir dort vielleicht auch noch was einlagern. Das war ja auch praktisch so. Die Bilder von den Sims oder so. Eine Kiste wie jede andere. Ja, aber da kann man doch nichts lagern. Oder ist das die Aufbewahrungskiste? Hier hat diese anderen Kisten drin, aber ja, die habe ich gemeint. Genau, das sind doch so Truhen, aber keine Kiste. Okay. Ach, wir lassen's. Ich hole einfach aus dem Debug-Modus 5 Äste. Punkt. So, da habe ich ein Treibholz. Das setze ich dann einfach mit dazu. Eins. Und so eins noch. Nee, da. Oh. Zwei. Drei. Vier. Und noch ein letztes, das können wir ja überall hier so hinsetzen. Fünf. So, dann haben wir das auch erledigt. Und dann wollen wir doch mal schauen. Ja, der ist nicht zur Schule, der ist noch traurig. Wieder nicht abgespült. Wie finde ich denn das? Der stapft da drin rum. Wieso räumt es jetzt auf? Und Lana kann hier wegwerfen. Und Sam kann hier reparieren. Jetzt tanzt er. Schalt das Ding aus. Ja, die Gitarre von Melody habe ich hier hingestellt, so als kleine Erinnerung. Die Bilder hängen jetzt hier. Ich denke, die werde ich einfach Sam auch ins Inventar stecken. Und dann gehen wir jetzt noch schnell rüber und werden tatsächlich mit Zwerg verkaufen. Ein Schwert wollen wir nicht. Wollen noch kurz den Geist von Melody entlassen. Ja, wo habe ich jetzt das hingesetzt? Hier. Hier hingehen. So, und dann werden wir. Vielleicht Zuckerschädelgabe da bringen. Und dann den Geist aber freilassen. Verbindung zur physischen Welt stärken wollen wir nicht. Sondern wir wollen ihn gleich entlassen, damit sie hier einfach auch nicht rumspukt. So, kommt er jetzt dann mal? Hat nicht geklappt. So, wir entlassen den Geist. Ja, meine Lieben, das war's für heute schon wieder. Ich glaube, er hat Kopfschmerzen, unser liebes Sam, weil das alles zu viel für ihn ist. Es geht ihm einfach nicht gut. Und ich kann es nachvollziehen. Es ist echt tragisch, wie er seine Frau verloren hat und das so kurz nach der Hochzeit. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr hinterlasst mir ein Like und ein Abo, falls ihr noch keins habt. Da würde ich mich echt drüber freuen. Schaut auch gern unten in der Videobeschreibung rein. Da habe ich ganz viele liebe YouTuber verlinkt von der Sims-YouTuber-Community mit Herz. Auch die machen tolle Let's Plays und es lohnt sich, bei ihnen vorbeizuschauen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, schönen Mittag, schönen Abend, je nachdem, wann ihr diese Folge anschaut. Tschüss!